Da gibt es ja Publikum genug, die möchten alle gratulieren zur Vaterschaft. Deshalb haben sie so. Bitte mach das. Jetzt ist ja eine Vaterschaft eher eine Geschichte, die tausendmal am Tag in Deutschland passiert. Also kommt sehr häufig vor. Und aber es kommt mir vor, dass ich bin der Einzige überhaupt. Ja, man hat so 50 gedacht. Jahre. Ja. Na, man hat so gedacht, wenn man jetzt die Zeitung gesehen hat in den letzten Tagen, nachdem das bekannt wurde. Wahnsinn. Unglaublich, oder? Wahnsinn. Aber Sie haben es nicht aus der Zeitung erfahren, sondern vorher schon irgendwie. Nein. Ich glaube, ja. Ist es denn jetzt eine Sache, zu der wir gratulieren sollen, oder ist es ein bisschen problematisch nach wie vor? Nein, es ist so. Ich darf ehrlich, ich will nur sagen, was ich bis jetzt gesagt habe, und ich stehe dazu. Ich will einen Vaterschaftstest machen. Mhm. Wenn dieser Sohn mein ist, dann ist mein Sohn. Mhm. Ich habe es, dann habe ich es gemacht. Mhm. Erstmal. Ich bin rechenschaftsschuldig, meine Frau. Ich habe mit ihr gesprochen. Wir beide haben uns lang unterhalten. Ich habe ihr gesagt, was los ist. Dann habe ich mit meiner Töchter auch gesprochen. Und das sind für mich die Personen, die mir gegenüberstehen. Heute zum Beispiel stand in die Bunte, wann ist das, die Jennifer Zeitung da, die Bunte da, die, ja, ja, Bunte. Dann haben die einen Artikel geschrieben, weil ich habe gesagt, was soll das eigentlich? Die haben nur nicht gesagt, weil erstmal nach der Vaterschaftstest weiß ich, ob ich Vater bin oder nicht. Mhm. Sonst vorher, was soll ich sagen? Und das ist das, was ist, meine Damen und Herren. Wenn der kleine Robertito mein ist, dann habt ihr einen tollen Kerl. Aber es ist tatsächlich richtig. Also das eigentliche Gespräch haben Sie zu Hause geführt, also mit Ihrer Frau und mit ihren Töchtern. Natürlich. Das habe ich gesagt. Und sie hat, wir leben noch zusammen mit meiner Frau. Wir sind noch verheiratet. Sie leidet, Entschuldigung, wenn ich sage, es tut mir weh, aber das zu sagen, aber sie leidet. Und, aber sie hat mir, wie sagen wir, verziehen. Aber wissen Sie, man kennt sich 45 Jahre, wir kennen uns, wir beide. Wir sind 36 Jahre verheiratet. Und ich habe einen Beruf, der sehr, wo ich sehr viel unterwegs bin. Sie hat nie nachgeforscht, was hast du gemacht, was machst du nicht. Ich habe immer versucht, wenn ich was gemacht habe, so diskret zu machen, dass sie jetzt nicht gemerkt. Wenn natürlich nicht paar. Nochmal, ich sage Moment mal, das ist wichtig. Wenn natürlich paar Journalisten nicht in gehen du zu, weißt, zu dass den, du auch zu, mal der Vater meines Kindes sein solltest. Ja, auch in der Bild-Zeitung. In der Bild-Zeitung. wir haben so toll zusammen getanzt und plötzlich sie. Ich wurde schwanger, hab den Geschichte, ist das von Roberto Blanco? Das ist wahr. Das ist wahr, in der Bild-Zeitung stand da. Tony Marshall hat mal 10 Jahre gezahlt für ein Kind, was das ist. Tony Marshall hat 13 Jahre bezahlt für ein Kind, der nicht sein war. Also darum habe ich gesagt, ich mache Vaterschaftstest und wenn mein ist, dann ist es mein. Und dann Schluss, Ende. Hat Sie das überrascht, dass die Reaktion in der Öffentlichkeit so immens war, so groß? Nein, die Art, wie das rausgekommen, weil das sind so die liebe Nachbarn von den Damen. Ne? Die haben, ich habe natürlich, ich habe das Kind mal besucht, wollte sehen und dann das zweite Mal, das müsste eine Nachbarin da, die müsste ganze 2-3 Tage gewartet mit der Kamera, bis ich komme, ich weiß nicht, wie viel Geld sie gekriegt hat. Und dann plötzlich hat sie gefilmt, wie ich die Pakete raus, ich habe geholfen, die Pakete raus aus dem Wagen. Und das war, was sie alle haben. Sonst geht nichts zu sagen. Ich weiß nicht, was ich sage. Aber es ist ja gleich sehr groß. Jetzt sagen Sie heute auch in der Bunten noch ja, mal. Genau. Und so. Also ja, die wollen was schreiben. Die große Berichte. Weil es ist so, wenn ich habe das Gefühl, dass hier Journalisten sind alle Mönchen und die Journalistin Nonnen sind. Ja. Weil sie schreiben das so, ob er hat das gemacht. Das ist was. Und vielleicht würden Sie gerne. Aber das könnte Grund sein. Ja. Ja. Aber bitte telefonieren und rechtzeitig anmelden. Ja. haben Sie sich irgendwann in dieser ganzen Aktion, das ist jetzt vor einer guten Woche rausgekommen oder vor 2 Wochen, ja, haben Sie sich über sich selbst auch geärgert? Also haben Sie auch gesagt, Mensch, ich habe einen Fehler gemacht, oder? Na gut, nicht in dieser Woche nicht. Ich meine, als die Dame mir sagte, dass sie schwanger ist, also oh, oh,
Mhm. Oh, oh. Mhm. Das war der jollene Schuss, habe ich gesagt. Aber, das, ehrlich gesagt, aber nachher habe ich gesagt, oh, oh, das wird was, bestimmt, es wird sich das, auf die Art hier, wie die das alles machen. Aber ich habe das, gestern habe ich gesagt, die deutsche Mannschaft hat verloren, vielleicht steht mehr über Zeitung, über die erste Niederlage nach Völler. Von Rudi Völler. Rudi Völler, aber nein, das ist sehr wichtig. Ist immer noch so geblieben. Ja. Was, also weil jetzt wirkt das natürlich dann manchmal so, als sei es ein Kavaliersdelikt und Sie haben natürlich so eine sehr charmante Art, das so zu erzählen. Es muss doch in irgendeinem Moment muss es auch mal so gewesen sein, dass Sie gesagt haben, es ist so. Ich darf ehrlich sagen, ich habe nicht erwartet, ich wollte das nicht. Das meine Schwierigkeit. Ja. Ich bin 63 Jahre und bis jetzt lief alles okay. Mhm. Und dann plötzlich passiert sowas. Mhm. Man sagt, oh, das wollte ich. Also ich meine, aber jetzt, wo er da ist, ist kann ich was, und gesund. Und wenn mein ist, dann willkommen zu dieser Welt. Mhm. Denn Deutschland hat einen tollen Sportler oder einen tollen Sänger wieder. Ja, gut, okay. Das soll ich sagen. Ja. Jetzt haben Sie eben gesagt, dass das so ein Künstlerleben ist, das Sie ja seit vielen Jahrzehnten sehr erfolgreich betreiben. Das viel unterwegs sein, haben Sie es genannt, aber das ist ja immer eine positive Formulierung. Das kann ja auch bedeuten, dass man auch mal einsam ist, dass man mal alleine ist. Man ist in den Garderoben.